Ja, einen wunderschönen guten Tag und hallihallo zum Let's Play mit Protoss. Und ja, wie ihr sicher gemerkt habt, gab es die letzten Tage keine Folgen. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen haben wir fürs Let's Fly nicht immer alle zusammenbekommen, um weiter aufnehmen zu können. War die Tage ein bisschen schwierig wegen verlängertes Wochenende etc. und bla bla bla. Und Singleplayer habe ich nichts aufgenommen, weil es mittlerweile sehr schönes Wetter hier bei uns ist und ich mir einfach mal die Zeit und Muße gegönnt habe, mit den Kindern einfach mal was zu unternehmen, mal sich aufs Fahrrad zu schwingen und einfach mal das schöne Wetter zu genießen und ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Gegend zu düsen. Aber nun geht es ja endgültig endlich weiter und ja, wenn ich mich recht entsinne, hatten wir immer noch Probleme hier mit der Start- und Landebahn, von daher werden wir jetzt daran arbeiten müssen. Also sprich, wir werden da die Kante noch abrasen und wir werden da hinten die Bäume noch fällen müssen. Weil das Landen uns leider immer noch sehr schwer fällt. Ich guck gerade eben, nee, ich brauche Material. Ich muss uns da mal ein, zwei Schaufeln machen, vielleicht nochmal eine neue Axt, die scheint ja auch nicht mehr wirklich lange zu halten. Und bei der Gelegenheit, habe ich die Hoe dabei? Nein, habe ich nicht. Wollte ich auch nochmal aufs Feld, weil unsere Essensvorräte neigen sich auch dem Ende. Beziehungsweise das Fleisch könnte mal gebraten werden. Das kann ich ja mal in der Zeit machen, wo ich hinten auf dem Feld bin. 1, 2, 8, 16, 2 müssten langen. Dann machen wir uns schon mal Eisenwerkzeuge. Eisen haben wir ja, glaube ich, noch. Jawohl. Stickies haben wir. Huch. Hier habe ich gar keine Werkbank, ne? Dumm die dumm. Was brauchen wir? Zwei Schaufeln und eine Axt, hatte ich gesagt, ne? Die ist ja fast aufgebraucht. Machen wir eine Axt. Und zwei Schaufeln. Einmal und legen wir direkt nebeneinander und eine Pickaxe machen wir uns auch nochmal, die ist ja auch fast hinüber. Dann haben wir das mindestens schon mal aufgefrischt. So, gut, dann die Hoe wollte ich mitnehmen, da ist sie und dann gehen wir mal schnell aufs Feld, während das Fleisch brät. Hallo Kühe, ja, ihr habt mittlerweile ein ruhiges Leben, ne? So. Ja. Fangen wir mal hier an. Dass wir uns wieder ein paar Brote machen können. So, und da war ich das letzte Mal hier reingefallen. Da müssen wir mit der Homer arbeiten. Genau wie da. So. So, ja, ich werde in den Kommentaren ständig quasi im Minutentakt gefragt wegen Server-Mod für den Pflanzmod 125. Und ich habe es bestimmt auch schon 100 Mal geschrieben, trotzdem werde ich immer wieder gefragt, ich weiß auch nicht warum. Nein, es gibt noch keine Server-Version für den Pflanzmod 125. Und da könnt ihr auch 100 Mal fragen und es wird noch keine da sein. Wenn ihr es genau wissen wollt, dann googelt doch einfach mal nach Pflanzmod und dann guckt auf der Seite vom Pflanzmod selber nach. Und ihr werdet dann sehen, dass da noch nichts steht und ihr werdet auch in den Kommentaren lesen, dass die mittlerweile auch schon genervt sind, weil da ständig die Leute fragen, wann die denn rauskommt. Da werden wir einfach Geduld haben müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, weil er den Mod ja komplett umgeschrieben hat. Und das auf eine Serverversion zu bekommen, dass das die gleiche Struktur hat und alles, kann ich mir schon denken, dass das nicht so einfach ist. Von daher gebe ich ihm einfach die Zeit. Wenn ihr unbedingt eine Serverversion spielen wollt, dann greift doch bitte auf die Version 1.1 zurück. Er hat in diesem Tweet, hat er auch verlinkt, warum habe ich das jetzt nicht abgeerntet, seine alte Version,
Das ist dann nochmal eine extra Seite und da ist dann auch eine Server-Mod bei, da ist alles beschrieben. Dann könnt ihr das auch gerne auf 1.1 machen. Wer das Glück hat und bei Nitrado ist, der kann es auch direkt bei Nitrado einstellen. Und zwar, wenn ihr bei Nitrado einen Minecraft-Server öffnet und dort die Vanilla-Version nehmt, also die klassische Minecraft-Version, da gibt es dann auch direkt von Nitrado die Möglichkeit, einen Pflanzmod-Server zu installieren. Da ist dann schon alles drin. Das ist dann also ganz, ganz einfach. So habe ich das zum Beispiel auch fürs Let's Fly gemacht. Ja. Mehr kann ich im Moment jetzt eigentlich dazu nicht sagen. Wir werden also warten müssen. Ich habe jetzt mir auch wieder einen 1.1 Server gebaut, beziehungsweise ich bin noch dabei, wo ich dann hier auch ein paar Leute von unserem OGN drauf spielen lasse, damit man halt nicht immer alleine den Pflanzmod spielen muss. Und ja, das funktioniert auch ganz gut. Okay, ich gebe zu, es sind da ein paar Bugs drin, wie zum Beispiel bei den Vehicles, dass man da nicht zu zweit mitfahren kann oder auch doch mit den Planes geht es, aber mit den Vehicles da ist es ein bisschen verbuggt. Und auch so ein paar kleine Bugs, wenn man zum Beispiel das Flugzeug abstellt, aus dem Chunk rausgeht und dann verschwindet das Inventar von dem Flugzeug. Das müsst ihr also vorher immer lernen. Aber ich denke, das sind Sachen, mit denen kann man leben. Also wie gesagt, wenn ihr unbedingt jetzt schon Serverversion spielen wollt, dann müsst ihr leider auf die Version 1.1 zurückgreifen. Es geht leider nicht anders. So, unser Fleisch ist fertig. Das ist doch sehr schön. Das eine war klar, dass das nicht fertig wird. So viel Fleisch brauchen wir aber nicht. Wir nehmen erstmal nur 8 mit. Falls wir wieder sterben, dann haben wir wenigstens hier noch Reserve. Genau wie mit dem Brot werde ich das genauso machen. Ich werde also auch nicht das ganze Brot nehmen. So. So, 32. Legen wir den Rest mal wieder da rein. Davon nehmen wir mal auch nur 8 mit. Entschuldigung. So, dann haben wir wieder volles Essen dabei. Die Äpfel können wir nebenbei mal knabbern. Und die Ho lege ich wieder zurück. So. Gut, dann können wir ja jetzt schaufeln gehen. Wobei wir jetzt nicht mehr sehr viel Zeit haben durch das Abernten, bis es Nacht wird, aber ist ja wurscht. So. Wenn wir ein bisschen geschaufelt haben, dann versuchen wir einfach nochmal starten und landen. Habe ich mir vorgenommen. Ich will das endlich mal hinkriegen, ohne ständig zu sterben. Und werden wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Wir werden dann auch nochmal unsere Freunde im NPC-Dorf besuchen. Und vielleicht da auch nochmal in die Mine gehen. Mal schauen. Weil mir scheint da die Mine ein bisschen leichter zu... Ah! Autsch! Au! Au! Füße gebrochen. Okay, da müssen wir was hinsetzen. Ah! Eieieiei! Hast du mich jetzt erschreckt, Schwein? Wieso erschreckst du mich so? Jetzt denke ich schon, da kommt ein Mob rausgehüpft. So. Füllen wir da Erde rein. Schaufeln wir hier mal weiter. Halten wir ein bisschen Abstand. Rutschen nicht immer direkt nach. Falls da sich nochmal ein Loch auftut. So. Gut, dann machen wir hier natürlich noch die Kante schön, bevor wir dann ins Bett müssen. Huch. Fängt schon wieder an zu ruckeln hier. Ja, ich glaube bei dem letzten Video oder einem der letzten Videos habt ihr gesehen, dass ich da einen kleinen Musikeinspieler hatte, als ich da so schön in den Sonnenuntergang geguckt habe. Die Musik von dem, was ich euch da gesagt habe, also von diesem Link, die gefällt mir sehr gut und ich bin ernsthaft im Überlegen, ob ich die generell ins Let's Play einbauen soll.
Da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht weiter experimentiert, wie sich das hier verhält, wenn ich mit Playlister aufnehme. Wie einfach oder wie schwer das ist und ob das dann während des Spielens mich stören würde, die Musik. Von daher habe ich es jetzt erst nochmal ohne. Da hauen wir nochmal einen Holzklotz hin, wenn wir noch einen finden. Dann sieht das ein bisschen netter aus. So, das können wir dann so lassen. Nehmen wir die restliche Erde noch mit und dann machen wir uns ganz schnell ins Bettchen. Damit die bösen Mobs uns hier nicht stören. So, lauf, Arsch, lauf, 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 lauf. Dann können wir direkt gucken, ob ich noch ein Stück Vollholz habe. Da sind schon die ersten Spinnen. Dann, dadam, dadam, dadam. Und da sind schon die ersten Mobs. Zack. Aber wir legen uns schnell hin und dann dürfte Ruhe sein. Gute Nacht. Ja, was gibt's sonst Neues zu erzählen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, das Eisen legen wir mal zurück. Ach, wir haben doch Vollholz. Aber das ist Dschungelholz, sehe ich gerade. Hm. Dschungelholz. Ach, ich habe too many Items noch auf. Ich doof. Ich vergiss das immer wieder. Wo war's denn? Da war's. So. da haben wir Erde. Können wir direkt hier mal auffüllen. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. So. Haben wir noch Vollholz? Das ist normales Holz, ne? Ja. Nehmen wir mal zwei Klötze mit. Tun wir das Dschungelholz mal weg. So. Dann können wir da mal auffüllen. Und weiter buddeln. Ja, was gibt's sonst noch Neues zu erzählen? Ja, wir haben angefangen, eine LP-Seite zu machen. wo ihr also diese Videos dann auch finden werdet. Ich bin noch dabei, beziehungsweise ich möchte noch die ganzen alten Folgen auch noch draufpacken. Es ist aber nicht ganz so einfach. Also es ist sehr viel Tipp- und Schreibarbeit, dann die ganzen Folgen da drauf zu hauen. Das kann also noch ein bisschen dauern, dass ihr dann also die kompletten Listen da habt. Aber die neuen sind dann eigentlich immer da drauf. Und die werden dort auch ein bisschen früher erscheinen als auf YouTube. Also YouTube habe ich mir vorgenommen, dass ich gegen 18 Uhr immer freischalte, wenn ich denn dran denke und dazu komme und auch rechtzeitig hochzuladen. Und spätestens ab 14 Uhr könnt ihr dann schon auf der UGNLP-Seite die Folgen gucken. ihr müsst allerdings dort dann auf der Seite angemeldet sein. Die sind dann also nicht öffentlich, sondern nur für registrierte User. Aber das stört euch ja bestimmt nicht. Euch mal eben dort, wenn ihr denn es nicht abwarten könnt, ein bisschen zeitiger hinzugehen. Dort findet ihr dann auch die Videos von Dark und von dem Let's Play Together, was ich mit dem Dark mache, was auf seinem Kanal läuft, falls euch das noch interessiert. Ja, und ein paar weitere Informationen werden damit auftauchen, wie zum Beispiel der Dark hat einen kleinen Versionscheck zu dem kommenden 1.3 gemacht, was es da alles geben wird. Allerdings nicht als Video, sondern als schriftlichen Beitrag. Aber das sieht schon sehr interessant aus, was da kommen wird. Also so wie es aussieht, werden sie den Büchermod mit integrieren. Man kann also dann Bücher schreiben. Und ich hoffe, dass das dann auch auf Serverversion dann funktioniert, weil das hat mich eigentlich immer ein wenig gestört, wenn man so einen Minecraft-Server hat, dass man dann keine Bücher schreiben kann für die Allgemeinheit. Beziehungsweise im Bucket gab es dann nur die Version als Plugin und die fand ich dann ein bisschen doof, weil man dann halt so nicht so wie bei Mod ein richtiges Buch hatte oder Buchseiten, so als GUI halt, ne? Sondern das war dann in der Bucket-Version immer nur als Chat da zu sehen und das fand ich immer ein bisschen doof, deswegen habe ich das eigentlich nie gemacht. Aber wenn es jetzt richtig als Buch kommt und so, dann finde ich das schon ganz gut. Schon ganz nett, denke ich. Dann kann dann jeder seine Memoiren reinschreiben oder man kann sehr gut die Server regeln, könnte man dann in die Bücher schreiben, was die Leute lesen können und müssen. Also das ist dann schon sehr, sehr praktisch.
Ja, was wird sich noch ändern? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Beziehungsweise ich habe es gerade nicht im Kopf, weil das mit dem Buch, das fand ich halt so klasse. Das war so. Okay, jetzt haben wir schon wieder keine Schaufel mehr. Haben wir jetzt zwei Schaufeln aufgebraucht? Ist ja nicht möglich.